dann weitergehen. Die Art von Kamera, die man in einem Western erwartet. Ja, mit seinem Western. Materialien zum Entwickeln von Fotos. Der ganze Prozess kommt mir wie Zauberei vor. Willst du da nichts zu sagen zu den Fotos? Okay. Da steht ein Tablett und eine Reihe von Flüssigkeiten, die zum Mischen bereit sind. Wow. Ich glaube, mir fehlen Zutaten, die ich hier zusammenmischen muss. Was? Was? Okay. Er wollte sich gerade nicht. Willkommen zurück, Yoko. Der Spiegel wurde in Stücke zerschlagen. Ich glaube, ich beginne zu verstehen, warum. Gut. Eine alte Badewanne. Der Vorhänge bedeckt mit einer Feinstaub. Uiuiui. Ich wollte... Die wollte ich hören. Sammy, gehst du bitte? Fotos im Badezimmer? Die Badezimmerwand. Interessanter Ort. Okay, danke. Danke, dass du das auch in Frage stellst. Oh no. Wie war das? Die Maus hoch und runter, ne? Ja. You there? No,
Die ist von der. Nein, Joko, das werde ich nicht spielen. Da hat jemand umdekoriert, als wir mit dem Monster gekämpft haben. Geh einfach durch, alles gut. War das jetzt? Ja. Das ist eine Lampe mit einer Glühbirne, die ultraviolettes Licht ausstrahlt. Ja. Erstmal noch nicht. Nee. Ich möchte das da gucken. Ich habe geglaubt, die Gemälde in Haschas Villa wären. Was macht Färber mit diesem Ding? Na. Auf dem Bücher. Okay, wir wären jetzt vielleicht dran gestorben, weil der Strom noch drin war. Ich habe jetzt gedacht, das verhindert irgendwie, dass irgendwas aus dem Gemälde kommt. Isaac Färber Klavier sieht alt aus. Schön. Tagebücher von zufälligen Personen, die in keiner bestimmten Reihenfolge gestapelt sind. Ja. Bilder einer Frau im Mittelalter, mittleren Alter, nicht Mittelalter, wow. Sie scheint glücklich zu sein. Die Tassen sind sauber bis auf den Staub, der sich, ja, bla. Ein Brief von Sebastian P. Hascher. Lesen. Lieber Isaac, ich hoffe, es geht dir besser. Oder dass du dich zumindest etwas beruhigen konntest. Ich weiß jetzt, wer die Spieluhr gemacht hat, aber er ist vor Jahren gestorben. Sein Name war Argos Legrand. Sobald ich mehr herausfinde, werde ich es dich wissen lassen. Ich glaube, der Schlüssel liegt darin, die Spieluhr zurückzugeben. Wenn du noch die Auktionsliste hast, kannst du sicher den ehemaligen Besitzer ausfindig machen. Ich glaube, dass es besser geworden ist, seit ich dir die Spieluhr zurückgeschickt habe. Ja, ich bin mir sicher. Und ich hoffe, es geht dir gut. Sebastian P. Hascher. Die Zeitung ist fast einen Monat alt. Joko? Färber muss ein zwanghafter Raucher sein. Und kein Wunder. Ja, oder er ist einfach zu faul, um den Aschenbecher auszulegen. Reisnudeln, Nudeln, Konserven. Mhm. Standardgericht überraschend sauber, trotz Staubs.
Wow, Kaffee und Tee im Überfluss. Ich glaube, ich beginne zu verstehen, womit Isaac Ferber es zu tun hat. Hä? Warum hat er gerade so ein Mädchengeräusch gemacht? Danke, Mutti. Liebe Tochter, ich habe versucht, die Schlüssel für dich zu ordnen. Oh Gott, nein. Die in der rechten Spalte sind alte Schlüssel. Ich gebe sie nur für den Fall der Fälle auf. Farbige Metallschlüssel sind für die Sicherheitstür zum Laden und die Schlösser. Die quadratischen goldenen Schlüssel und die schwarzen Kunststoffschlüssel gehören alle zu den Geräten und Apparaten im Laden. Die runden und dreieckigen silbernen Schlüssel sind die Kopien, die du für die alte Vitrine angefertigt hast. Der runde grüne Kunststoffschlüssel ist für dein Motorrad und der rote Kunststoffschlüssel ist für den Safe. Der kleine goldene Schlüssel ist für die Kiste mit den Sachen deiner Mutter. Die anderen drei sind für Lagerräume und Lagerhäuser, wo wir die ganzen Antiquitäten auf. Der Kühlschrank stinkt. Ich möchte nicht wissen, was da drin ist. Danke. Keine Menschenseele auf der Straße. Das muss im Regen liegen, obwohl ich jetzt gerne nach draußen gehen würde, um ehrlich zu sein. Oh, was liegt hier? Hier, Nahrung. Hier steht, dass dieses Futter für alle insektenfressenden Haustiere geeignet ist. Also, wo konnten wir uns verstecken? Ist schon so lange nichts mehr passiert. Was machen wir mit der Lampe? Nehmen wir die Lampe mit, Leute? Ach, jetzt hat er mich auch gar nicht mehr gefragt. Das heißt, wir wären wahrscheinlich echt dran gestorben. Ich denke mal nicht, dass wir alle Sachen jetzt haben. Aber wir haben den Schlüssel für die Wohnung von Tochter. Was ist der Ausgang? Hund, Tochter vielleicht hier? Ja, nochmal. Und bestimmt da drüben in dem Komplex. Warte mal. Eigentlich müsste ich U benutzen können, wenn ich den richtigen Schlüssel habe. Okay, hier wird die auch nicht wohnen. Sie ist abgeschlossen. Aber wir probieren es trotzdem, weil wir es können. Gut. Nein, Daniel, du bist doof, Daniel. Vielleicht wohnt die ja im Keller. Okay, die wohnt da nicht. Oh mein Gott, das heißt, wir müssen... Nicht diesen Weg? Diesen Weg, ja. Um verschwundene Menschen und eine Spieluhr, Yoko.
glaube, die gute Dame hat hier in dem Block gewohnt, ne? Kann das hier nochmal sehen? Nein. Guck mal, das C sieht komisch aus. Stimmt hier. Oh, weiß das noch jemand? Wir haben die doch am Briefkasten gesehen. Frau Erika, wo wohnen Sie? Ich bin im Block 2, oder? Mal das A hängt auch. Dann bin ich hier nicht richtig, kann das sein? Ja, weil. Was? Ach so, nee, darüber reden wir nicht. Da ist ein Gegenstand, da ist so eine Aktion, wo ich Decke abziehen muss. Aber das machen wir nicht, das habe ich beschlossen. Okay, das heißt, wir sind hier voll falsch, ne? Ich glaube, wir müssen dann auf den Hof gehen. Oder wir gehen einfach nach Hause. Hier, ne? Das kann gut sein. Ich probiere das auch jetzt aus. Wir joggen die Treppe runter. Aber ich wollte euch halt nochmal das Treppenhaus hier zeigen. Ne? Ach ja, guck mal, hier steht auch 3. Und hier 4. Okay. Verstehe. Müllsäcke, leere Glasflaschen, warum liegt hier so viel Müll herum? Übliche Hinweise, Müllabholpläne und dergleichen. Mhm. Nichts anderes als Zigarettenkippen, die niemand aufräumen wollte. Ein Müllberg. Weiß noch jemand, wo Erika... Ach, guck mal, an dem Fenster fehlt eine Verriegelung. Oh.
Was dafür? Das hier. Ich kann den Geräteschuppen und die Mülltonnen sehen. Schön. Ich weiß nicht, was ich eher bevorzugen würde, ein Feuer oder die Stufen herunterzugehen. Ja, aber ich glaube, da stand auf dem Briefkasten was drauf. Warum hat sich das denn hier keiner gemerkt? Nee, den Schraubenschlüssel haben wir schon eingesetzt. Der ist schon weg. Die beiden nicht. Das heißt ja. Also ganz oben wohnt sie nicht. Das wissen wir. Es war nur ein einmal Benutzungsschraubenschlüssel. Sie ist offen. Okay. Hello? Is anyone there? Seems empty. I hope nobody minds whether I take a peek inside. Mischanleitung. Yay! Erika, bitte komm zu mir, wenn du das hier liest. Ich konnte das Luminol nicht finden. Ich glaube, es ist in deinem kleinen Schrank, aber du musst den Schlüssel in einer Hosentasche gelassen haben, wie üblich. Wenn du ihn findest, nimm etwas Wasserstoffperoxid, das haben wir. Und wenn ich nicht hier bin, komm nach Hause und mische alles wie folgt. 200 ml Stabilisator, unabhängig von der endgültigen Menge. 1 ml Dimethylsulfoxid und 2 ml Wasserstoffperoxid pro Milligramm Luminol. 50 ml destilliertes Wasser als Basis und weitere 50 ml, wenn die Gesamtmischung mehr als einen halben Liter beträgt. Was? Wenn du alles fertig hast, mische das Luminol bei. Umwandlung. Ne? Wenn du das Problem haben solltest, denk dran, dass die Flasche A und B identisch sind. Und auch ihre Hähne. Verstehe nicht. Coole Jacke. Hätte gerne so eine gehabt. Kannst dir doch immer noch eine kaufen. Mehrere Fotoalben. Ich würde wahrscheinlich einen Anflug von Nostalgie bekommen, wenn ich sie durchsehen würde. Ich hätte erstmal hier weitergehen sollen. Okay, dafür brauchen wir den Schlüssel. Duschen.
Lololo. Sorry. Wenn man bedenkt, dass ich bedenkt, wie ich hier reingekommen bin, kann ich nicht anders, als mich wie ein Einbrecher zu... Ja, das stimmt wohl. Aber interessant, sie hat keine Spiegel, ne? Also sie hat hier so einen Handspiegel liegen. Naja. In anderen Wohnungen hängen die Spiegel immer so hoch, dass ich da gar nicht reingucken kann. Jana. Das Rosenlabyrinth. Eine Skifi-Film, ein Sci-Fi-Film, der vor ein paar Jahren veröffentlicht wurde. Ich hätte ihn gesehen, wenn ich nicht betrunken gewesen und irgendwo ohnmächtig geworden wäre. Mein Gott, der ist aber auch ein... Anzeigen von Veranstaltungen und Ausstellungen auf der ganzen Welt. Dieses Mädchen hat beträchtliche Reisen unternommen. Erst hier. Ich habe diese schwachen Lichter schon immer geliebt. Ja, Gitarre. Horror-Anthologien. Angemessen. Verdammter Mist. In diesem Terrarium ist eine riesige Spinne, der auch eine Münze. Mhm. Pandinus Imperator. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es ist ein riesiger Skorpion. Nein. Oder was stand da? Kann ich? Scheint ein Vestibel zu sein, aber ich sollte versuchen, die Münze... Nein. Kann ich? Darf ich das hier benutzen? Okay, dann nimm jetzt die Münze, bitte. Danke. Okay, wir leben immer noch, Leute. Bin stolz auf uns. Mein Geist, Monster, Dämonen, mein eigener Wahnsinn, die muss hier weg. In meinem Haus, in den Wänden, im gesamten Gebäude. Wohin ich auch gehe, die Fotos, sie können nicht echt sein. Bin das ich? Wo ist Simon? Wer ist Simon? Ich kann nicht mehr hinein. Da ist etwas im Keller. Sag ich doch! Mir glaubt nie jemand. Zeig sie Erika, wenn sie zurückkommt. Gehe nicht nach unten. Poster und handschriftliche Notizen. Das sind Beschreibungen von Orten, die Erika, die Besitzerin dieser Wohnung, besucht hat. Nur Regen, sonst nichts. Daniel, willst du wirklich die schmutzigen Klamotten einer jungen Frau durchstöbern? Ich bin sicher, der Richter wird dir glauben. Ja, wir suchen ja so einen Schlüssel, ne? Ich würde jetzt, Achso, okay. Ich hab... gar keine... Wahl. Ja, wir hatten das tolle Schlüsselrätsel.
Okay, also ich nehme mal an, wir brauchen die anderen drei sind für die Lagerräume und Lagerhäuser. Was kann ich denn hier machen? Ach, vernichten. Okay, warte mal. Die in der rechten Spalte sind alte Schlüssel. Ich hebe es nur für den Fall der Fälle auf. Die in der rechten Spalte. Also kann ich die Spalte hier alle wegmachen? So verstehe ich das auf jeden Fall. Auswählen Q. Hä? Kann ich nix. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ich kann Q nicht. Wenn ich das auswähle? Ach so, warte mal. Ah! Ja, okay. Aber kann ich die nicht trotzdem wegmachen? Dann ist das übersichtlicher. Ich geh da nochmal weg, vielleicht ist das buggy. Dreh ich mich um. Okay, rechte Spalte fällt weg. Merken uns. Die farbigen Metallschlüssel sind für die Sicherheitstür zum Laden. Und die Schlösser. Farbigen Metallschlüssel. Das farbige Metallschlüssel auch schon mal nicht. Das ist furchtbar. Quadratischen goldenen Schlüssel und die schwarzen Kunststoffschlüssel gehören alle zu den Geräten und Apparaten. Die runden und dreieckigen silbernen sind Kopien, die du für die alte Vitrine angefertigt hast. Ey, das ist ein bisschen viel Input. Warum geht denn das mit dem Kuh nicht? Bin ich doof? Muss das nicht eigentlich gehen? Caps Lock vielleicht? Nein. Neustarten. Nehmen wir einen. Oder ist das Vernichten einfach das zurück? Ich bin super verwirrt. Der kleine goldene Schlüssel ist für die Kiste mit den Sachen deiner Mutter. Ja. Den brauchen wir nicht. Runde grüne Kunststoffschlüssel. Brauchen wir auch nicht. Das hier Kunststoff? Ich habe so echt keinen Überblick, ne? Der kleine goldene Schlüssel. Und ein grünen Kunststoff. Torrad. Und der rote ist für den Safe. Okay. Die runden und dreieckigen silbernen Schlüssel sind die Kopie. Runde und dreieckige silberne Schlüssel. So, das heißt, wir haben hier noch einen quadratischen Schlüssel. Richtig, das ist ja Quadrat. Nimm den jetzt ein. Quadratischen goldenen Schlüssel und die schwarzen Kunststoffschlüssel gehören alle zu dem Paket. Die Apparaten im Laden. Farbigen Metallschlüssel sind für Sicherheitstüren. Das heißt, was war mit Blau? Haben wir es über Blau gelesen? Goldener Stab, unten drei. Eine kleine
Wobei doch, wann die farbigen Metallstöße sind. Ist der kleine Blau hier unten jetzt ein farbiger Metallschlüssel? Der runde grüne Kunststoffschlüssel ist dort und der rote Kunststoffschlüssel ist für den Safe. Den hätte ich jetzt noch dazu genommen. Oh mein Gott, ey. Und mit den goldenen Schlüsseln. Nur der kleine goldene erwähnen. Quadratischen goldenen Schlüssel und die schwarzen Kunststoffschlüssel gehören alle zu den Geräten und Apparaten. Die farbigen Metallschlüssel sind für Sicherheitstüren. Quadratischen. Was ist mit dem runden Schlüssel? Oh mein Gott, wie habe ich das gemacht? Wow. Yay. Bin ein Genie. Was gut geraten. Ich habe das Rätsel gelöst. Arschloch. Was, ey. So, an der Stelle haben wir genug nachgedacht?